Heute bei strahlendem Sonnenschein in unserer heutigen Ausgabe von Trink dich schlau machen wir kurz vor der Weltmeisterschaft den brasilianischen Nationaldrink Nummer 1, die Caipirinha. Und wie die genau funktioniert und was die Caipirinha ist, erzähle ich euch gleich. Caipirinha heißt wörtlich übersetzt kleine Bauersmarkt, also niedliche Form von Bauersmarkt. Ja? Und es ist ein Farmergetränk, das Nationalgetränk Brasiliens. Und das wird normalerweise mit auf die Zuckerrohrernte genommen, auf der Zuckerrohrplantage. In einer großen Wanne kommen die Limetten fein, hauchdünn reingeschnitten, Zuckerrohr obendrauf, Rohrzucker und dann natürlich auch der Aguardiente de Gaña oder der Cachaça. Haben sie ja alles auf der Farm. Von daher überhaupt gar kein Problem, kann man gut trinken und kann man den ganzen Tag auch während der Ernte trinken. Es ist aber ein Drink, der voll ist von Alkohol und um dem wirklich auch beizuwohnen und das auch nachzuempfinden, was in Brasilien Nationalgetränk ist, braucht man auch das gescheite Glas dafür. Hier in Deutschland und Europa wird dafür gerne das Granity genommen, ja? Aber die sehen immer ganz witzig aus, sehen immer gleich aus, nur es sind unterschiedliche Größen. Und da achtet bitte immer darauf, dass es ein schönes, großes Granity-Glas ist, damit mehr Alkohol reinpasst. Und dann fange ich jetzt mal an. Um eine Caipirinha herzustellen und die in unser Glas zu füllen, brauchen wir zum einen eine Limette, wir brauchen Rohrzucker und wir brauchen Cachaça und selbstverständlich Eis. Wie das genau funktioniert, wie man vor allem die Limette bearbeitet und schneidet, zeige ich euch jetzt hier auf dem Schneidebrett. Zuallererst muss man natürlich wissen, wie eine Limette aufgebaut ist, um die ordentlich zu verarbeiten. Die Limette ist von Grund auf herb, nicht bitter, wenn ich folgende Schritte beachte. Zwischen dem und dem Pol befindet sich im Inneren der Limette, dort wo normalerweise bei anderen Früchten das Kerngehäuse ist, dort befindet sich der Strunk. 80% der Bitterstoffe der Limette befinden sich direkt im Strunk. Bedeutet, meine Caipirinha wird schon herb, wenn ich den Strunk rausschneide. Zudem ist das der sogenannte Fäkalpol, weil der die einzige Verbindung zwischen Baum und Frucht ist und somit für äußerliche Einflüsse eher in Betracht kommt. Entfernen wir also den Pol, stellen unsere Limette aufrecht hin und schneiden dann rechts und links von dem äußeren Pol entlang. Somit haben wir hier rechts und links den Strunk entfernt. Dann setzen wir die Limettenhälften auf unser Schneidebrett und schneiden rechts und links in einem kleinen Zickzack. Das verursacht einen Cut, der ganz leicht unsere Limettenhälften auspressen lässt. Jetzt die kompletten Limettenschnipsel rein. Wenn ihr gescheit geschnitten habt, sind es insgesamt 10. Gut. Wie die Brasilianer verwenden wir hier weißen brasilianischen Rohrzucker. Der ist teilraffiniert. Dadurch hat er kleinere Kristalle und löst sich viel besser auf. Schaut mal hier, so sieht er aus. Insgesamt machen wir 3 Barlöffel rein, grob gehäuft, also nicht zu sehr, sonst wird es zu süß, und stoßen das Ganze. Dafür verwenden wir einen Vollkunststoffmattler, der eine gerade Auflagefläche hat, nicht wie die Holzmattler, die meist gezackt sind, um wirklich nicht die restlichen 20% Bitterstoffe aus der Schale auch noch der Limette zu entziehen. Wenn unsere Limette ausgedrückt ist, kommt Crushed Eis dazu. Nächster Schritt. Das Glas schön voll. Und nun kommt Cachaça. Brasilianischer Zuckerrohrschnaps direkt oben drauf. Und das Ganze ordentlich
Wir von der InLife-Cocktailschule shaken unsere Caipirinha. Für den Hausgebrauch tut es aber auch, wenn man diesen ordentlich umrührt. Shaker drauf und los geht's. Trinkhalm dazu. Cheers. Fertig ist er. Die Caipirinha. Lasst es euch schmecken.